Sie dealen also mit harten Drogen? Ja, schon ein bisschen hart, ja. Welche Drogen? Das, was neben mir hier steht. Also Zucker. Wer sind denn die typischen Kunden? Naja, mehr so ein älterer Damen, die nehmen es aber nicht pur. Humor gegen Hass, das ist das Motto von Firas Al-Shatter. Er ist Syrer und der erste Flüchtling in Deutschland, der auch YouTube-Star ist. Bild zeigt sein neuestes Video. Hallo, ich bin Firas und heute wollte ich euch eine Geschichte erzählen. Haben Sie auch schon Minderjährigen Zucker verkauft? Ja, klar. Also früher habe ich das getan, jetzt nicht mehr. Warum jetzt nicht mehr? Naja, Kinder haben überhaupt nicht so viel Geld. Seit 2,5 Jahren lebt Al-Shatter in Berlin. In Syrien drehte der 24-jährige Schauspieler während der Revolution Filme gegen das Assad-Regime. Dafür saß er im Gefängnis, wurde gefoltert. Und auch hier in Deutschland hatte er es am Anfang nicht leicht. Erstes Jahr war für mich total schwer, habe ich auch eine Therapie sozusagen, habe ich meinen Arzt und das war für mich wirklich schwer, weil dass man nicht plant, einfach Flüchtling zu sein und kommst du auf einem Land, wo du niemand kennt, keine Freunde, keine Familie und auch die Sprache und von null angefangen. Ich habe gelernt, die Deutschen brauchen längere Zeit, aber dann, sie sind nicht zu stoppen. Darum glaube ich, die Integration wird klappen. Seine Familie ist immer noch in Syrien, ein paar seiner Geschwister leben jetzt auch in Berlin. Ihnen und anderen hilft der Syrer im Alltag, vor allem wenn es um die eigensinnige deutsche Bürokratie geht. Wir haben in Syrien kein Post. Wir haben kein Post. Ja, es ist einfach jeder. Hä? Haben die kein Post? Ja, wir haben kein Post. Und hier, jeden Tag bekomme ich 3, 4 Papiere sozusagen. Das ist einfach. Hä, was ist los? Ein Filmprojekt brachte Firas nach Deutschland. Sein Entdecker Jan Heilig fand ihn über ein Aktivistennetzwerk und holte ihn nach Berlin. Die Idee für den YouTube-Channel Sukar kam zufällig und ist seitdem ein Selbstläufer. Wir können zusammen Dinge, die einer allein einfach nicht kann. Er kann nicht gut genug Deutsch, um dauernd Witze zu reißen, die super genau perfekt ankommen. Das ist mein Ding, weil ich bin halt Scriptwriter, also ich kann halt sowas schreiben in Deutsch. Ich habe aber nicht genug Ahnung von den syrischen Verhältnissen. Ich bin auch kein Flüchtling. Medienberichte überschlagen sich nun um den lustigen Flüchtling. Denn er dreht den Spieß um, berichtet aus der Sicht eines Flüchtlings über die Deutschen. Alles nicht mit ernst gemeinten Klischees und viel Humor. Das Konzept kommt an. Kritische Leute haben angefangen, positiv zu reden. Mit Sprüchen, dass sie eigentlich, eigentlich bin ich ja gegen Flüchtlinge. Aber so ein Satz kam dann. Der geht ja eigentlich doch andersrum, dachte ich. Oder Leute haben gesagt, mein Kollege ist bei der AfD, aber fand das Video trotzdem cool. Wir hören immer, dass es jemand hat ein Flüchtlingsheim attackiert oder sowas. Aber auch ist klar, dass es 1000 Leute in Menschenbahnhof haben auf die Flüchtlinge auch gewartet. Das ist im Vergleich, dass es auch mehr Leute, die dort gewartet haben. Wenn man sich anstrengt, kann man wirklich alles hassen, egal was. Die Macher von Sukar haben bereits mehrere TV-Anfragen. Daher konzentriert sich der Syrer auch auf das Hier und Jetzt und denkt nicht an morgen. Ich habe nichts gegen Katzen. Aber mein guter Freund Hasso hat mir erzählt, dass er hat wirklich eine schlechte Erfahrung mit Katzen gehabt. Also wenn ich darüber immer denke, hey, ich war im Krieg in Syrien, ich war im Gefängnis und ich war, meine Freunde sind gestorben, ich habe Freunde, die schon im Gefängnis und sowas. Wenn ich immer darüber nachdenke, dann kann ich überhaupt nicht weitergehen in meinem Leben hier. Nach Syrien kann Firas zurzeit nicht zurück. Er fürchtet Vergeltung vom Assad-Regime. Jetzt ist Berlin seine Heimat. Und seine Videos helfen nicht nur anderen Flüchtlingen bei der Bewältigung der grauenhaften Erlebnisse, sondern vielleicht auch dem ein oder anderen Deutschen. Ich wollte ja arbeiten, aber auf den Amt haben die gesagt, darfst du nicht. Sei dankbar für was du bekommst. Übrigens, nächstes Video kommt ein paar Beauty-Tipps von mir. Bis zum nächsten Mal.